Willkommen zum nächsten Part von Final Fantasy 12. Ja. Oh, tut mir sehr leid. Hab mich gerade ein bisschen verschluckt. Wir sind hier in Ravenesta, genau. Ich habe kurz offscreen noch einmal diese Mitra gekauft. Und zwar ist das, ja, ich tue mich jetzt schon mal ein bisschen für Yes Mud vorbereiten. Diese Mitra ist nämlich, ihr seht schon, die Agilität wird durch die Mitra stark erhöht. Da heißt Agilität, Schnelligkeit, kommt schneller zum Zug. Genau das gehört dann zu unserem Damage Dealer. Wir werden dann Waren, glaube ich, zum Damage Dealer machen. Und genau, wir werden jetzt aber noch einen weiteren Ausrüstungsgegenstand, tut mir leid, besorgen. Und zwar den Regina Morion. Das ist ein Hut sozusagen, der bei, wenn man ihn ausrüstet, die ganze Zeit Regina macht. Und den gibt es hier nämlich in der Unterstadt von Ravenesta. Wo war denn der Laden genau? Ich glaube, da gibt es zwei. Ja. Schauen wir auf jeden Fall mal zum einen und dann zum anderen. Ich bin aber zuversichtlich, dass das der hier war. Na? Na? Was hast du denn so? Ja, hier haben wir's. Genau. Effekt Regener. Das Ding können wir einfach mal kaufen. Es kann sein, dass mein Sound weg ist. Auf einen Schlag. Bin gleich wieder da. Hm, komisch. Mein Adapter spielt irgendwie auch langsam. Also, einen Regener Morion haben wir mal gekauft. Kaufen wir mal zwei. Genau. Die werden ja dann später anlegen. Was verkauft er noch? Alles Stiefel, Schwarzgurt, Goldamulett und ja, genau, das war's. Sonst habe ich noch in Belfenheim, ah ja, diese Mitra gibt's ja in Belfenheim, wenn ich es nicht schon erwähnt habe, habe ich noch ein bisschen alle Heilmittel gekauft, maximal, dann Bacchus-Tropfen maximal und Kronos-Tränen. Kronos-Tränen für Stopp, weil ihr es mal gerne mal einen Kalkatem einsetzt und deshalb Stopp. Genau. Soweit sind wir eigentlich fertig. Mehr will ich eigentlich auch gar nicht mehr kaufen. Von den Waffen her haben wir uns ja schon um Yagiono Shikoku gekümmert. Die Waffe. Unsere Schattenwaffe, das ist nämlich unser Ass. Wo haben wir es denn? Die geile Waffe. Da ist es. Attacke 80. Und Mehrfachtrefferwert 22. Und wir haben ja den Auftrag schon angenommen. Und wir werden uns da mal Richtung Rioraner Richtfeuer geben. Zuvor aber will ich da gern hinfliegen. Heißt, wir müssen kurz zum Flugschiff, weil wir, wenn wir jetzt dahin porten, dann kommen wir, glaube ich, im Turm raus. Und ich will genau da rauskommen, wo wir ganz am Anfang rausgekommen sind, als wir mit dem Flugzeug hingeflogen sind. So, Anker. Nein, oh, ich wollte doch an Bord der Strahl gehen, Mensch. Ja. So, was Vorderberge. Da. Rioraner Katarakt. Ja, die können wir mal überspringen. Ganz easy. So, jetzt sind wir hier. So, und ich würde sagen, wir rüsten mal ein bisschen aus. Und zwar werde ich das jetzt so machen. Ich werde immer ein Ersatzteam sozusagen machen, weil Barthia ist ausgerüstet, gell? Also heißt, ich werde ein komplettes Team nachahmen. Varn wird für Ashe ersetzt, Barthia für Fran und Barsh für Pinello. Heißt, ich werde die gleichen Gambits wie bei Varn bei Ashe einsetzen. Heißt, Ashe ist dann auch unser Damage Dealer. Oder wobei, das könnten wir eigentlich so machen, weil Barthia macht, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden. Dann machen wir einfach Varn Barthia, Fran Barsh und Ashe Pinello. Oder? Na, eigentlich im Grunde ist es ja egal. Also so. Achso. Ja, und so zum Beispiel. Heißt, erstmal ablegen. Tun wir erstmal alles ablegen. Und komplett neu machen.
Hier, ich würde sagen, Bahn und Barthe sind unsere Damage-Dealer. Deswegen auf jeden Fall das Yagiono Shikoku. Ganz klar, sekundär können wir nichts tragen, weil es ein Zweihänder ist. So, Kopf. Dafür haben wir ja unsere Mitra für den Damage-Dealer. Als Torso können wir ganz normal unser Maximilian haben. Wir können aber auch unsere Genji-Rüstung haben. Das ist zwar, die Körnerangriffe werden öfters ausgeführt. Das Problem aber ist, dass wir halt eben auch einen Tank haben. Heißt, der Charakter, wo die ganze Zeit angegriffen wird. Deswegen lassen wir mal den Maximilian dran. Und als Accessoire natürlich ganz wichtig, den Genji-Arm-Reif. So, Yagiono Shikoku, Mitra wird erhöht dadurch die Attacke und hier noch Mehrfachtrefferquote wird auch noch erhöht. Hier einfach das gleiche dann. Dann hier Fran. Fran. Sollen wir die als Tank machen? Ja, im Grunde ist es ja egal. Ja, machen wir einfach Tank. Und zwar bekommt der von mir die Doxa-Lanze. Als Kopf oben eben das Regina Morion, das zudem noch TP erhöht und uns ganz normal mit Regina versorgt. Natürlich Maximilian und ganz wichtig noch die Duplikette für unseren Tag. Genau. Und den dritten Charakter können wir eigentlich auswählen. Am besten, ihr nehmt dafür eine Formalhaut mit am besten den Dunkelkugeln. Dann zum Kopf könnt ihr meinetwegen entweder Regina Morion, das wir zweimal gekauft haben, oder die Goldkappe, die jetzt den höchsten Magieabwehrwert hat und zudem noch Magie erhöht und die Agilität, glaube ich, auch noch ein bisschen, genau. Deswegen die Goldkappe. Torso, wie gewohnt Maximilian, und als Accessoire den Waisenring, damit die MP-Kosten ein wenig gedämmt werden. So fangen wir an. Genau. Jetzt stimmen natürlich die Gambits nicht überein. Die werde ich jetzt natürlich auch anpassen. Wir werden dann bei Wahn eben auch und bei Arsch dann die ganze Zeit, oder Ash, der Wurscht, der Arsch. das machen, wo war nochmal der Speicherpunkt eigentlich? 1, 8, da oben. Halleluja. Ganz schön weit weg. Ich werde mir kurz mal die Gambits hier einstellen und dann werde ich sie auch noch kurz erklären. Ja, die werden sich um einiges ändern. Bis gleich. So, da la. Nun bin ich fertig. Ich habe mich nur um die Gambit gekümmert und zwar, hier seht ihr schon, immer die ersten, die zwei sind genau identisch. Und zwar habe ich hier einmal unseren Damage-Healer. Unsere beiden Damage-Healer, die auf sich Dubli zaubern. Wenn möglich, wenn sie nicht gerade im Tobsuchtzustand sind, ein bisschen heilen, dann auf jeden Fall, wenn, sobald Yasmat einen Kalkatem oder einen Petri-Atem einsetzt, haben wir Kronos-Tränen und Goldnadeln. Da habe ich extra in Baffenheim noch 99 davon gekauft. Barsch ist auf jeden Fall jetzt hier. Also ich gehe mal davon aus, dass Vaan, Fran und Ash eine Gruppe ist und Barthia, Barsch und Pennello. Genau, wenn, dann muss ich die halt irgendwie umändern. Und genau, dass die halt eben noch Armor zaubern, weil ja Fran und Barsch der Tank ist. Dann auch hier Hastgarn, Protega noch für die allgemeine Gesundheit, gute Zustandsveränderungen. Und dann halt eben Courage und dann auch Bacchus-Tropf und dann geht's auch ab wie Sau. Für die beiden hier, ich habe jetzt sogar noch die Gambit ausgeschaltet, weil wir erst noch zum hier smart latschen müssen. Genau, kommen wir mal zum Tank. Der ist eigentlich sozusagen für die anderen zuständig und auch für sich selber. Also auf jeden Fall muss er Armor gewirkt haben, damit hier Smart auf ihn geht. Dann Valga, auch wichtig, da hier Smart einen Angriff hat namens Zyklon, glaube ich, der er alle 40 Attacken einsetzt. Ach, ist auch egal. Der zieht schon so ungefähr 5000, 6000 ab, deswegen Valga schwächt diesen Angriff auch noch ein bisschen ab. Bei Courage gehe ich natürlich davon aus, dass das Fran auch noch ein bisschen dabei ist im Metzeln. Sich selbst Courage, genau. Dann, wenn die MP ein bisschen ausgehen, habe ich noch ein bisschen Ether eingestellt. Und für Vaan, falls er gerade irgendwie
nicht drankommt, dann Bacchus-Topfen. Das gleiche bei Barsch. So, jetzt kommen wir nun zu unserem Random Character sozusagen, unserem Healer oder auch einfach mal unser Charakter, mit dem wir uns rumtoben werden, hier mit Ash und Pinello, die Formalhaut tragen. Dubli einmal, dann die normalen ersten drei. So, und dann geht es wieder ein bisschen um die anderen. Haska Protega, ganz wichtig, was auch eigentlich Damage Dealer Job ist, aber falls sie es nicht schaffen, haben wir da auch noch Dealer. Dann Fran, natürlich unterstützen mit Armor. Eigentlich unterstützt jeder Fran oder Barsch mit Armor, damit die halt ständig Köder bleiben und wirklich nicht erstmal auf die anderen geht. Und dann auch Gefährte, Valga, also sie sind wirklich die beiden, die für die Zustandsveränderungen sind. So, und falls Yasmat dann noch Protest oder Regena oder Valga auf sich zaubert, weil das passiert nämlich, wenn man im Gebiet steht und außer Reichweite ist, dann zaubert er, glaube ich, auf sich Regena und das kann böse enden. Ihr könnt den Kampf auch, glaube ich, untereinander abbrechen. Ihr könnt einfach dann wieder rausgehen und abspeichern. Und wenn ihr wieder reingeht, hat er einfach noch genauso viel wie wir zu dem Zeitpunkt, als ihr gegangen seid. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr ganz zum Schluss, falls er Regener hat, das wegmacht. Sonst sonst erholt sich er alles wieder und dann erholt er sich. Und dann aber alles wieder umsonst. So, falls die MP wieder ausgehen, weg damit, gleich wieder hoch und dann natürlich darf Pinello und Arsch auf ein bisschen angreifen. Soweit, so gut. Gespeichert habe ich. Dann würde ich sagen, wo befindet er sich überhaupt? Er befindet sich hier im Amphitheater. Das Problem auch noch ist, dass sich überall im Amphitheater Fallen befinden. Ja, die müssen wir irgendwie nach und nach wegmachen, weil die eventuell auch richtig reinhauen. Ein wenig. So, warum ich nicht buff? Ja, das machen wir nämlich gleich. So haut man ab, ihr Scheißdinger. Vollendes Atem, nee, oder? Oh, oh. Ach, zum Glück nicht. So. Ab ins Amphitheater. Genau. Und, ja. Man sollte ihn wirklich nicht... oh, da haben wir ihn schon. Gegenübertreten. Bis man mindestens Level 85 ist, das kann ich schon mal sagen. Und auf jeden Fall weiß ich nicht, ob ihr das schon wusstet, aber dieser Gegner ist wirklich der stärkste Gegner im ganzen Spiel, auch der langwierigste. Und zwar hat dieser Gegner gigantische 50 Millionen. Da kraust es mir schon, wenn ich irgendwas Saures ist. Genauso fühle ich mich dann, wenn ich das höre. 50 Millionen. Ah, das ist so ähnlich wie beim Deus-Drachen mit den ganzen Balken. Nur halt eben noch sechsmal mehr. Ja? Das ist schon brutal. Sechsmal mehr TP. Und ja. Wir werden jetzt einfach mal gucken, was wir machen. Wir werden erstmal die Gambit alle anschalten.